Ja, klar, hör halt auf. Egal wo man schaut, überall nur noch das eine Thema. Wo soll das noch hinführen? Ich habe keinen Bock mehr. Hallo und herzlich willkommen zum 9. Captain Talk. Ich werde heute wieder das Thema Coronavirus aufgreifen, weil es gerade in der jetzigen Zeit die meisten Klicks dafür gibt. Und dann fangen wir... Warte mal. Hallo? Kollege, der Boss am Apparat. Ja klar, wer ist da? Ja, hast schon richtig verstanden, Kid. Okay, sagen wir mal, ich spiele mit und glaube dir... Warum sollte der Boss himself mich anrufen? Eine gute Frage, mein Sohn. Der fast schon allmächtige Boss hat natürlich nicht geschlafen und auch diesen kleinen Schnupfen mitbekommen. Dieses Cola Zero. Du meinst den Coronavirus? Ja, genau das. Ja, und was ist damit? Ich will, dass du einen Diss-Track machst. Warum sollte gerade ich als Captain Lee Corona dissen, das ist doch nicht greifbar. Erstens ist dieser Gegner so wenig greifbar wie für mich mein Rücken wegen den 45er Bizeps. Und zweitens will ich, dass du einen Diss aus meiner Sicht machst, eines jüngeren Kollegas. Ja, und wie soll ich das machen? Ich bin zwar ein großer Fan von dir, aber ich bin noch lange nicht so bosshaft wie du. Die Alpha-Gene. Du hast doch bestimmt die Kette aus der letzten Box. Ja, die hab ich. Zieh die an und du bekommst ein Minimum meiner Alpha-Gene und somit die Boss-Aura. Ja, das kann ich schon machen und ich kann sie schon anziehen, aber dann hätte ich halt noch eine Frage an dich. Der Boss fragt nicht, er handelt. Mach's gut, Kid. Hans. Boss. Man liest nichts mehr anderes. Ich habe langsam die Nase gestrichen, voll von dir, Alter. Was ist denn Corona? Was? Ich kann es nicht mehr aussprechen. Was ist denn Corona? Was ist das? Was ist das? Ey, es ist Kollege, Atemschutzmaske auf, lade Schutzwaffen aus der warmen Fuchsjacke raus. Disse Corona, yo, ich ficke Corona. Ey, wie mein Haar im Club nackter Frauen. Kid. Früher nahmen sie die Kunst nicht wahr. Corona ist wie jeder Gegner in meinen Augen unsichtbar. Hey. Mit meiner isotopischen Masse bin ich für die Welt die größte biologische Waffe. Stapelte Geld in die Kasse für schwere Zeiten. Doch mein Buchhalter meinte, ich werde die nie mehr erreichen. Ja. Und die Klugscheißer, die das meinten, sind wie arme Deutsche, weil die nie mehr erreichen. Werdet das ihr Färbeweisen Ehre zeigen. Über die Erde schreitend, Corona in die Ferne weisen. Kollegah, der gesunde Boss, tut Salz in die Wunde, damit in die Bunte kommt. Und das extra Heavy Payback. Und Corona spielt die zweite Geige wieder. Backup von David Garrett. Bin in Dallas, hab ein Date in Marriott. Und sie kann nie ficken. Ich bin Kardashian. Nutte. Okay, der braucht wieder ein bisschen. Wie der neue Impfstoff, der braucht wieder ein bisschen. Player. Jetzt ist Showtime, Bitch, kein Blocklife-Shit. Denn wenn ich im Off-White-Shirt eine Coke-Line sniff, bist du plötzlich Offline-Kid. Ja, ich bin hoheitlich. Was ist das?
Und die Menschheit ist gefickt, wenn ich mal auf meinem Thron einleg. Pandemie? Wie soll ich das denn ausharren? Sag mal zu Da Vinci, ihr soll das hier schwarz ausmalen. Will nicht mal mehr Frauen schlagen. Die letzte Zuhälterschelle gib ich dieser Koro-Bitch. Scheiß auf das rote Licht und Drogenbiss. Ich zerlege diesen Virenstamm samt dessen logischen Sitz. Ja, dann bleib ich halt in meinem 1000 Quadratmeter Schloss. Bleib ich halt einfach drinnen. Ja, dann bleib ich einfach drinnen. Macht's gut, Freunde. Bleibt gesund. Euer Boss.